Seit einer Woche ist die alte Reichenbacher Straße im Bereich zwischen Dr. Friedrich-Wolf-Straße und Löbering-Straße voll gesperrt. Gesperrt ist auch der Einmündungsbereich Kurze Straße, Alte Reichenbacher Straße. Die Zufahrt zur Kurze Straße ist dann nur über die Löberingstraße möglich. Der Bereich zwischen Äußerer Reichenbacher Straße und Kreuzung Dr. Friedrich-Wolf-Straße ist freigegeben. Die grundlegende Sanierung wird bis voraussichtlich 24. Juli abgeschlossen sein.